Ich bin Polizeieinsatztrainer bei der Polizeischule in Biberach. Es geht mir hauptsächlich darum, Kampfsportler allgemein einfach denen zeigen, wie sie sich bei Auseinandersetzungen besser verteidigen können, ohne ein allzu großes Technikrepertoire in Anspruch zu nehmen. Natürlich ist das wichtigste Ziel immer, dem Streit aus dem Weg zu gehen. Durch die Schutzhaltung selber kann man natürlich auch, weil man die Hände geöffnet hat, diese als deeskalierendes Mittel einsetzen. Sich sehr viele Kampfsportler von vielen verschiedenen Stilen treffen, ja, und hier einen gewissen Erfahrungsaustausch leben. Nebenbei gefällt mir einfach diese Kollegialität untereinander. Also ich im Grunde genommen egal, ob jetzt einer einen Gelbgurt dran hat, beziehungsweise im fünften Dan oder sechsten Dan, man lebt den Kampfsport hier. Wir als Verein profitieren sehr viel von dieser neuen Form von kollegialem Miteinander. Also man merkt nicht, dass jetzt einer oben dran sitzt und sagt, ja, ihr müsst das jetzt so oder so machen, sondern man wächst da einfach rein, beziehungsweise man nimmt und gibt. Toni Dietels Fachbuch über das erfolgreiche Gründen, Führen und Ausbauen deiner eigenen Karateschule.